So, Frisur sitzt, Brille sitzt, Amulett sitzt, ich sitze, ihr vielleicht auch. Bin nur noch Prosecco, ne? So würde Michael Bulli Herbig, so ein Komödiant da aus dem Fernsehen, da mal sagen. Ich mag den ja auch gerne. Und vor allem mit seiner Traumschiff-Surprise-Geschichte und mit der Serie herrlich. Wir sind aber hier woanders. Wir sind hier auf Adarmos, haben im Dorfvorsteher gesprochen. Und die haben alle Angst vor so unbezwingbaren Golems oder mächtige Golems. Ja, da gibt es nämlich ganz viele. Und hier hat mir der Tipp mich weitergebracht, und zwar zu Kayo im Korsarenlager vorbeizugucken. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich natürlich mir meine ganzen Runen umstütteln. Ah, da ist es ja schon. Was machen wir? Nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir mal die 5. So, die 5. Speichere ich aber vorher noch ab. Kann ja sein, dass irgendwie gleich irgendwas auf mich draufknüppelt. So. Adarmos. Korsarenlager. Ah, jetzt bin ich hier wieder hier oben. Jetzt muss ich ganz genau achten. Oh! Da quietscht was. Da quietscht was. Und zwar ein schwarzer Goblin. Boah, das ist ja... Oh, noch einer! Wo kam denn der jetzt plötzlich her? Oh, endlich mal wieder was Grünes hier zu sehen, liebe Leute. Gibt nichts zu holen, okay? Dann müssen wir mal gucken. Wir waren ja früher mal auch groß. Gibt's auch nichts zu holen, ne? Nichts zu holen. Ja... Sowas, wo laufen die denn hin? Wollen die mich jetzt angreifen oder was? Hallo? Aha, Moment. Irgendwas schmatzt doch hier verdächtig rum. Okay, ich entferne mich der Schmatzologie hier. Oh, Waldenberry. Ah, es gibt wieder Experience Points zu holen. Gut, warum die da jetzt den Kampf Breakdance machen, weiß ich nicht. Die Korsaren. Aber wenn hier oben... Okay, scouten wir mal. Da hinten ist doch was. Es war ein kräftiger Scavenger. Eine Sumpfratte. Ich komme hier nicht weiter. Hallo. So, ja genau, richtig. So. Jetzt genau. Hallöchen. Tollwütiger Wolf. Okay, wenn wir das als erstes mal hier mal reinigen. So, hier weiter noch was. Ach, da unten ist ja Kayo, okay. Den will ich ja nicht abschießen. Sondern würde ich ganz gerne, wir wissen, was da oben ist. Tollwütiger Wolf. Wie tollwütig ist er denn? Pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Dann werden wir ein paar Giftpfeile einschleusen. Ich meine, wenn er schon vergiftet ist, dann können wir ihm noch den Rest geben. Bam, 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 bam. So, oder er ist jetzt schon so immun, dass er... Oh, da hinten ist ein Golem, sehe ich gerade. Oh. Das ist ja echt übel. So, was haben wir? Rohes Fleisch, tollwütig. Mhm, okay, hier haben wir natürlich diese... Mal gucken, was das denn für... Magischer Erzgolem. Oh. Nicht so toll. Okay. Wollen wir mal hier nochmal gucken auf dem Rückweg, ob wir irgendwas looten können. Und dann geht's direkt zu Kayo. Ja, Roland auf Abwägen. Hier siehst du Feuerwurzel und noch ein bisschen Rabenkraut. Das ist doch das, was ich als erstes gesehen habe in der ersten Millisekunde. Ah ja. So, seid ihr denn jetzt endlich mal beruhigt da hinten? Eine Kiste mit wertvollen Gegenständen. Darf ich die nehmen? Nein, ich frage erstmal Kayo. Oh! Das liegt doch auf der warum ist der denn am Boden liegend? Der Arme. Costa, Lando. Und da ist Kayo. Okay. Boah, das Abspeichern geht so schnell, brauche ich ja gar nicht stoppen. Nur das gewohnte Auge sieht das irgendwie. Ich lasse es, glaube ich, weg, also das rausschneiden. Nach den Golems fragen. Ich grüße euch, Meister Kayo. Es soll hier einige Golems geben. Du kommst gerade recht. Ich grüße dich, mein Sohn. Ja, das ist richtig. Golems aus magischem Erz. Die härtesten also, die es gibt.
Nachdem die Korsaren getötet wurden, haben wir hier einen Vorposten errichtet, um sie zu beobachten. Hatte das nicht. Woher kommen plötzlich die Golems aus Erz? Das ist ja gerade das Dumme an der Sache. Wir wissen es nicht. Das Schlimme aber ist, dass es sich um magische Golems handelt. Sie sind daher fast unverwundbar. Ich gehe davon aus, dass sie von Zyran beschworen worden sind, um sich an uns zu rächen, da sie kurz nach dessen Verschwinden hier erschienen sind. Was wollt ihr jetzt gegen diese unverwundbaren Golems aus Erz machen, Meister Kaio? Nun, es gibt in Korinnes den Heiligen Hammer. Es wird erzählt, dass ein Streiter der Götter mit diesem Hammer schon solch ein unzerstörbares Wesen damit vernichtet hat. Dieser Hammer wird im Kloster verwahrt. Pyrokar leitet dieses Kloster. Er ist ein alter Freund von mir, doch ich kann nicht von hier weg. Du musst daher nach Korinnes reisen, um den Hammer zu holen. Und zwar so rasch wie möglich. Nun gut. Aber wird mir Pyrokar den Hammer so einfach geben? Das nicht. Aber ich gebe dir ein Schreiben von mir mit. Wenn Pyrokar dieses liest, wird er dir den Hammer geben. Zumindest hoffe ich das. Denn es kann leider auch geschehen, dass er sich trotz dieses Briefes weigern wird, den Hammer herauszugeben. Schließlich ist diese Waffe eines der wertvollsten Artefakte, die es in unserem Königreich gibt. Gib mir den Brief, Meister Kaio. Ich werde versuchen, den Hammer mitzubringen. Gut, hier ist er. Innos möge dir bei deinem Vorhaben beistehen. Das hätte ich dir vorher sagen. Hammer. Nicht glauben. Was habt ihr jetzt vor? Solange die Bedrohung durch die Golems besteht, werde ich hier weiter meine Studien betreiben. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg, die Golems zu bezwingen. Kann ich nicht gebrauchen. Ja, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Gucken wir mal. Da gab es nämlich noch Botschaft für Pyrokar. Das ist das mit dem Hammer. Mächtige Golems. Kaio ist sich sicher, dass ein magischer Hammer die Golems stoppen könnte. Also auf nach Korinnes zu Pyrokar ins Kloster. Muss ich den überhaupt haben, diesen Hammer? So, und warum liegen hier überall Tote? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Degen, gebratenes Fleisch, Schinkenwacholder, Heilkräuter, alte Münze und zwei Dietriche. Das ist doch toll. Gucken wir erstmal hier nach, was es hier noch so alles an Lootmaterial gibt. Ne? Ja, also diese magischen Erzkugeln. Alter Schwede. Puh. Ja, ja. Okay. Zeltner. Was ist das? Björn ist im Arsch. Das habe ich wahrscheinlich wieder verdrängt, dass ich nicht weiß, ob ich die alle weggemacht habe. Ja, die habe ich natürlich. Okay, ich sag nichts. Hallo, Ende. Ich sag nichts, ja. Es graut mir, aber wieso habe ich die denn alle hier lecker ungelootet gelassen, wenn ich sie schon weg... Ach, ich will mich jetzt dann darüber nicht einen Kopf machen. Die liegen da. Das nehme ich jetzt zur Kenntnis. Jawohl. Schön, dass die alle noch richtig schön lootbar sind. So, irgendwas Neues. Nüps. Rumminger. Wacholder. Noch ein Rum. Und die Truhe ist bestimmt... Was? Nicht geknackt? Habe ich nicht geknackt? Moment. So. Okay. Okidoki. 200 Joll. Das nehmen wir doch herrlich. Ach, mit geöffneter Truhe kann man es auch quick looten. Das ist gut. Okay. Ach, endlich war wieder die See hier. Die Seeluft riechen, die Gischt spüren. Oh, lecker. So. Dann gucken wir mal weiter. Gaio, den habe ich ja schon. Den Erik, habe ich den schon? Nee, den habe ich noch gar nicht. Oh, Pfanne. Da könnte ich jetzt Fleisch braten. Aber hier ist noch was. Gucken. Oh, jetzt habe ich doch pausiert, ne? Das ist natürlich hier im... in der Gewohnheit drin. Corsa. Yep. Oh, da gibt ein bisschen Loot. Mount. Der liegt da nieder. Der Herr Mount. Hallo, mounten mir doch den Mount mal hier rein. Ui. Das ist viel gewesen. Wow. 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 Kräftiger Scavenger. Noch. Ach, die haben die kaputt geballert. Nicht schön. Costa. Was kostet das? Ne, kostet gar nichts. Ne, gut. Lando? Auch nichts. Immer neu probieren. Sollten, ja, das brauche ich nicht. Den haben wir ja. Dann, gehen wir mal hier auf die Lörger. Nein, ich mache was anderes. Ich probiere was aus. Und zwar eine Kiste mit wertvollen Gegenständen.
Hier bin ich ja her, so ungefähr. Eigentlich nicht so direkt, aber... Da, Weidenbeeren. Noch mehr Weidenbeeren. Kann man wieder Tränke brauen aus Weidenbeeren. Simbadam. Simsalabimbam. Bambasaladusaladim. Komm auf Sachen. Ja, weil ich möchte doch ganz gerne mal wissen, wie die magischen... Na, wie heißen sie denn, die Golems da oben? Wie die denn reagieren oder ob die wirklich auch für mich unbezwingbar sind? Muss ich ja alles mal ausprobieren. So. Dann will ich mich mal hier so ein bisschen in Position bringen. Am besten hier hin. Eher dahin. So. Welcher ist denn das jetzt? Moment. So, jetzt hat er auf. Was ist denn jetzt los? Wo sind die denn jetzt hin? Alarm? Ah, da ist er doch. Wieso hat denn einer Alarm geschrien? So, jetzt werde ich mal natürlich wieder mal suizidial. So sind die. Die sind auch gar nicht so schwierig. Was habt ihr denn? Wieso brauche ich einen magischen Hammer hier? Ich habe hier meinen Kurzschwert, sage ich, meinen langen Säbel. Zweihänder, gut, okay. Also ein bisschen schwierig zu packen. Okidoki. Aber. Sorry. Oha. Mhm. Okay, ein bisschen zäher sind sie. Aber auf jeden Fall nehmen die Schaden. Autsch. Auch im letzten Moment nicht mehr, oder was? Oder wie? Sehr ulkig. Ja, da fliege ich mal länger ins Meer hinein. Hä? Und der springt hinterher. Ich fange nochmal an. So, wenn ich genau bin, habe ich mitgekriegt, dass da unten einer ist. Irgendwo da unten hier. Da muss es sein. Alter, haben wir es bald da oben? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Rabenkraut. Hier komme ich nicht hoch, weil da liegt ein Baumstamm. Ach ja. Bin ja ein bisschen irritiert, wenn mein Nachbar oben den Balkon gar nicht gefegt hat mit der Säge. Mit der Säge, Quatsch, mit... Irgendwo war das doch hier. Gucken. Oh, hä? Da. Aber ich will die anderen nicht anlocken. Meine, hier wäre einer. Nee. Sehr komisch. Wo ist er denn hin? Hm. Naja, ist ja nicht so schlimm. Er hat mich heute angesprochen, der Nachbar, und hat ja schon... mir erzählt, dass er nicht da oben seinen Balkon gemacht hat und mich gefragt hat, als ich schon selber heute Morgen Schnee geschippt hat, dass er das mal machen müsste. Das könnte lauter werden. Alles gut, alles gut. Okay, dann machen wir das anders. Erstmal hier hin, da ist keiner. Gut. Ich will hier hoch. Ist das möglich? Es ist möglich. Hier geht's nochmal. Vielleicht mit einer Fernkampfwaffe eventuell. Oh, okay. So, da sind sie. Jetzt muss ich mal überlegen, was nehme ich denn da? So. Ich will es wissen. Die wirklich unbezwingbar sind, obwohl hier Energieflöten geht bei den magischen Erzgolemsis. Und die geht flöten. Und die geht zwar bei Giftfall, ja. So. Jetzt gehen wir mal nah dran. So. So. Clever gemacht. Aha, deswegen unbezwingbar. Nee, ne? Ja. Ist das so gewollt?
Ich habe immer gedacht, so von wegen, wenn unbezwingbar, dann geht's nicht zurück. Aber wahrscheinlich ist das so gewollt, dass, ich hau mal ab aus der Ecke. Dass gerade im letzten Sechzehntel oder Dreißigstel oder wie viel das sind, muss ich da irgendwie runterkommen hier. Dass die da halt eben nicht mehr verwundbar sind. So kann ich mir das vorstellen. Dann machen wir Folgendes. Wir machen ein bisschen Loot hier. Wir schießen mal so ein bisschen hier auf die Lurker und sowas. Guckt mal. Da schwimmt was. Steck die Waffe weg, Karlchen. Nein. Hör auf. Die gehören mir. Achso, weg mit der Waffe wahrscheinlich. Und so. Aber ich habe die doch gar nicht gezogen gehabt. Oh, da unten kommt eine. Der hin? Hat er sich da nur verplempert. Oh, jetzt. Wunderbar. Ich glaube, der hat sich da irgendwie unten drunter. Warte mal, ich tauche mal ab. Mal nachgucken. Ne, da hinten schwimmt ne. Hallo, hier bin ich. Gluck, gluck. Komm auf mich zu. Oder ist das nur ein Dings? Oh! Oh, liebe Leute, was ist denn jetzt los? Ah, da ist der Lurker, der Kräftige. Dann kommen noch ein paar schwarze Wölfe. Und... Manu! Und jetzt kommt noch einer. Hier geht's ab, Leute, hier geht's ab. Okay. Weg. Schwarzer Wolf. Erstmal hier in diesem Bereich ein bisschen safe machen. Ein Keiler. Ist das. Ist noch wer hinter mir her? Nein. Schwupps. Ich fass es nicht. Da tauche ich nach einem Lurker, den ich da irgendwie unten vermute. Steinwurzel. Und dann kommen natürlich ganz viele Peoples hinterher. Aber gut, wir sind ja gut gewappnet. So viel verletzt haben sie uns nicht. Ah, klasse. Supp. Looten statt bluten. So, speichere ich mal. Ja, dann haben wir hier noch wütende Feldräubertjes. Warum wütend? So, ihr könnt mich mal alle. Okay. Die gehen ja alle, die fallen ja um wie die Fliegen. Okidoki. Geschafft. Okay, hab ich dich schon? Nein. Dich hier. Dich hier. Dich hier. Upf, genau, drei Zangen. Oh, da hinten ist wieder so ein Golemsi. Manometer, Meter, Mano. Der Bereich ist nicht gut. Wie sieht es denn mit der Potenz aus? Ah, da braucht es noch ein paar Tausende. Ja, ja. Da oben lauert auch ein Golem. Also die werden irgendwo gesetzt sein, liebe Leute, liebe Freunde. Ich weiß es ja nicht so sehr, wie die jetzt platziert worden sind. Ich würde einfach sagen, ich besorge mir den Hammer. So, wie komme ich denn jetzt wieder an die Küste? Ich habe ja nur, Moment. Die beiden hier, Adam muss zur Kapelle, das führt mich ja wieder oben hoch. Und hier Korsanlager oder Kapelle? Oh, ist das riskant. Gespeichert habe ich ja. Oh, oh. Was ein Hin- und Her-Getue. Ja, ja. Ah, okay. Hier ist eine Truhe. Nee, okay. Was machst du? Ich liege in eine Truhe. Ist hier was Neues? Nein, ich lasse es erst. Ja, stimmt, das war ja hier auf der abgelegenen Insel. Da auf die, oh, da hinten noch einer. Achso, das ist die Feuerstelle. Kann ich hier kochen? Nein.
Ja, Dull, ich muss hier über die... Ich verstehe es nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich hätte doch erst zu Corinnes gehen müssen, was? Oh, Waldbären, die vergessen. Die sind mir jetzt aber nicht wichtig. Ich will jetzt rüber zur Kapelle. Quatsch, hier wieder zum Dorfvorsteher. Wie komme ich denn da rum? Ich muss das da hinten irgendwo rum. Oder, nee, ich mach's anders. Ich schwimm dahin. Was ist denn das? Riesenfisch. Schön. Jetzt muss ich erstmal gucken, in welche Richtung ich schwimmen muss. Ich meine links rum, oder? Also ich melde mich wieder, wenn ich da angekommen bin. So, da wären wir. Die Richtung linker Hand hat gestimmt. Und, jetzt möchte ich doch ganz gerne, dass ich, bevor ich hier auf der Insel weitermache, dass ich da auf alle Fälle da mal ein Dorfvorsteher, dass ich da auf alle Fälle mal rüber zu Corinnes fetze. Das war doch hier, ne? Ja, okidoki. Ja, das sag mal wer. Mann. Das kann ja nicht ewig sein. Ich hätte es nicht gedacht. So, Baldwin. Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs selbst. Ja, dann Corinnes. Damit ich wenigstens segeln da mal weiterkomme. Wegen des Hammers. Also ich hoffe, ihr seid mir einig, dass ich, wenn ich jetzt zu Corinnes segle, mit dem große Schiff. Ach ja, da sind wir. Der Wulfeyers kann mir noch ein bisschen was beibringen. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ich finde das gut, dass du immer noch so einen lustigen Satz für mich auf den Lippen hast. Jetzt gucke ich mal eben unter meinen Runen, ob ich zum Kloster komme. So, gefunden. Und dann wollen wir mal eben zu den heiligen Hallen von Corinnes uns begeben. Nein! Sag mal, bin ich jetzt total plät oder was? Überall nur schwarze Gestalten? Geht's los? Abenteuerlich. Andere Strategie. Ich muss den heiligen Hammer haben, damit ich mal auf die Golems drauf hämmere kann. Aber ich weiß nicht, ob der Pyroka, ne, Kaio hat ja gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Ausweg. Okay. Oh, ja genau, diesen Ausweg hätte ich ganz gerne und zwar rein ins Wasser. Puh, habe ich jetzt geschafft. Okay, die sind wir erstmal hier, die beiden, direkt vorm Eingang des Klosters sind wir erstmal los. Aber da gibt es ja noch einen, der da oben lauert, und zwar hier am Ende der Brücke. Ja, da ist er schon. Ah, da leuchtet seine Hand. Speichern. Okay, jetzt werde ich mal Folgendes versuchen. Ich kletter mal hoch und werde mir auf jeden Fall mal, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich riskiere es mal. Ja. Hau auf den Lugenden bitte. Oh, der. Wie oft? Wie oft macht das einen Spruch? Habe ich den jetzt in der Tanne getunnelt oder was? Der Suchende. Ah. Aha. Okay. Also den habe ich schon mal genervt. Genatzt. Ich bin völlig überdreht. Jetzt gilt es nämlich noch, die beiden da irgendwie auszumerzen da hinten, die da am Ende stehen. Ich gehe mal. So, jetzt habe ich mich mal präpariert und zwar ein bisschen noch was gegluckst. Dann habe ich Armee der Finsternis mal ausgewählt, meine Armbrust mit magischen Bolzen ausgerüstet. Und jetzt bin ich mal gespannt. Da hinten sind sie. Wo wollen die denn hin? Ach, die Klosternovizen sehen. Ja, pff. Ach, ich mach mal Armee der Finsternis. Wow! Wie viel sind das denn? Wie cool!
Ah ja, der liebe Allah hat ja gesagt, so von wegen, desto mehr magisches Wissen du hast, umso mehr verstärkt sich dann der Spruch. Okay. Also sie sind noch mit dem Golem beschäftigt. Oha. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich mal ganz schnell umbodeln hier. So, normaler Bolzen. Vielleicht bringt das was. So, hoffentlich hat noch der. Oh, das bringt gar nichts. zack. Nochmal. Feuerpfeil. Oh, hoffentlich. Ja, das bringt ein bisschen mehr. So, ist denn schon ein Suchender im Arsch? Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Herr Golem. Guck, guck, hier bin ich. Der ist beschworen. Der will auch irgendwo hin. Okay. Da gibt es nichts zu holen. Okay. Aber warum ist der andere da? Das sind ja Sachen. Suchender, was hat er denn? Weidenbeere, Wolfsfeld, 12 Gold. Okay. Und der andere Suchende? Großfleisch, orkischer Talisman, Erzbrocken. Ja, so geht's auch. Okay, du bist zerfallen, dann bin ich keine Gefahr für die anderen. Wow, speichern. Oh, hoffentlich sind die alle dann noch am Leben. Das sieht gut aus. Okay. Hat es irgendwelche Leichen gegeben? Seid ihr alle noch okay? Das ist gut. Palan, du bist auch okay? Dann parliere mit mir. Er parliert nicht mit mir. Okay, auf zu Pyrokar. Ich bin gespannt. Ah, ja. Da bist du. Gut, dass du kommst. Du kommst gerade richtig. Du musst uns unbedingt helfen. Ihr seid ja ganz aufgeregt, Meister Pyrokar. Was Klar. ist denn passiert? Im Kloster sind mehrere Knochenkrieger aufgetaucht. Wir konnten ihren Angriff gerade noch abwehren. Was? Knochenkrieger? Aber woher wisst ihr? Ganz einfach. Seyan hat uns unterrichtet, dass an der Sternwarte und anderswo bereits mehrere von ihnen erschienen waren. Verstehe. Wie soll ich euch jetzt helfen? Du musst die Diener Belias vernichten, bevor sie uns erneut angreifen. Wir konnten sie zwar zurückdrängen, aber solange sie sich in den Katakomben des Klosters befinden, sind sie eine große Gefahr für uns. Vor allem müssen die Knochenkrieger so bald wie möglich unschädlich gemacht werden, bevor es ihren Magiern gelingt, weitere Untote hierher zu beschwören. Gut, ich werde dann die Katakomben von ihnen säubern. Ich danke dir. Innos möge dir dabei helfen. Ich habe eine Nachricht vom Feuermagier Kaio für euch. Von Kaio, dem Feuermagier, der auf der Insel Adamos lebt. Zeig her! Sorry, ich habe eben vergessen, mich wieder einzuschalten. Was? Unverwundbare Golems bedrohen seine Insel? So ist es. Wir brauchen daher unbedingt den Heiligen Hammer, um diese zu vernichten. Ja, ich lese hier tatsächlich, dass mein alter Freund Kaio diese Bitte an mich richtet. Gut, dann gebt mir den Heiligen Hammer. Ich werde ihn euch auch umgehend zurückbringen. Nein, das geht nicht. Ich kann dir den Hammer nicht aushändigen. Wie bitte? Aber warum denn nicht? Die Bewohner der Insel Adamos sind in großer Gefahr. Das mag sein, zumal dies Kaio hier in seinem Schreiben bestätigt. Aber der Heilige Hammer ist das wertvollste Artefakt, das wir besitzen. Zudem ist er unsere stärkste Waffe gegen die Orks und andere Diener des dunklen Gottes. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn das Kloster nochmal angegriffen würde und der Hammer dann nicht da wäre. Dieses Risiko können wir nicht eingehen. Ich könnte dies auch nicht vor den anderen Magiern vertreten. Ist das euer letztes Wort, Meister Pyrokar? Ja, es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Nun gut, ich werde es Meister Kaio ausrichten. Lebt wohl. So, das habt ihr nämlich davon. Ich verlasse euch nämlich wieder und dann könnt ihr mit dem Heiligen Hammer, falls da irgendwie angegriffen werden solltet, gibt's noch was? Alte Magie lernen? Ich habe gehört, Meister Pyrokar, dass ihr die alte Magie beherrscht. Das ist richtig. Und? Ich würde gerne diese Magie wirken können. So, so. Und ich soll sie dir jetzt beibringen, oder was? Würdet ihr dies denn tun? Nein,
Warum sollte ich? Aha. Das könnte man mal sagen. Ich brauche die alte Magie. Im Kampf gegen die Knochenkrieger. Ja. Die Knochenkrieger sind nach den Suchenden die größte Gefahr, der unsere Insel jemals ausgesetzt war. Also gut. Wir werden dich in der alten Magie unterweisen. Na, ein Glück. Die ersten beiden Magiekreise wird dich Neoras unterweisen. Palan steht dir für den dritten und vierten Kreis zur Verfügung. Und wenn du deine Sache gut machst, werde ich dich in die letzten beiden Magiekreise unterweisen. Kann mich auch jemand lehren, Spruchrollen zu schreiben? Ja, natürlich. Wende dich an Marduk. Und wenn du weit genug fortgeschritten bist, werde auch ich dich unterrichten. Ach ja, das sind alles für mich Namen wie Schall und Rauch, aber die werde ich bestimmt irgendwann mal wiederfinden. So, Pyrokar, das war's. Lehre mich den sonst sechsten Kreis der Magie, meine Mannerkraftschein, meine Manneskraft. Nee, sorry für die Folge, das war ja echt total. Ich wollte eigentlich weiterkommen und ich werde noch den Heiligen Hammer irgendwie kriegen und ich werde zurück zu Kayo. Ach ja, ich werde mal eben kurz gucken. Botschaft für Pyrokar. Ich habe Pyrokar Kaios Brief gezeigt. Dennoch war Pyrokar nicht bereit, mir den heiligen Hammer herauszugeben. Was kann ich denn jetzt tun? Vielleicht sollte ich als nächstes wieder mit Kaios sprechen. So, das ist nämlich das. Gibt es hier noch was Neues? Nope. Schergen Belias, Pyrokar im Kloster, mehrere Knochenkrieger. Das haben wir ja gehört. Darauf gehe ich in der nächsten Folge ein. Bitte, bitte sieht es mir nach, dass es ein bisschen komisch gelaufen ist. Also, es kommt immer anders und zweitens, als man denkt. Also, bis dann. Ein Kommentar und einen Daumen erwünscht. Macht's gut. Tschüss.